Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9. Und wir hatten jetzt die Story von Albedo, jetzt den Akt 2 abgeschlossen. Und falls ihr das verpasst haben solltet, denn da haben wir auch wirklich einiges Neues erfahren, dann müsst ihr einfach nur oben rechts auf das E-Symbol klicken, dann kommt ihr auf die Playlist von Genshin Impact bei YouTube. Im Übrigen haben wir dann noch gesagt, okay, wir hatten ein bisschen Luft, hier haben wir ihre Waffe ausgewählt, haben uns dafür entschieden und ist bereit auf Stufe 60 hochgedrückt. Allerdings bräuchten wir noch hier Materialien und irgendwie hat die so einen Bonus unter den Talenten. Scheinbar irgendwie Zusammensetzung, Material für Figuren, Talente und bla bla bla, dass da irgendwie Zweifachertrag entstehen kann. Das sollte ich ausprobieren jetzt. Und dann schauen wir uns das mal an. Was war das Symbol nochmal gewesen? Okay, naja. Wo haben wir irgendetwas, was dazu passend? Das brauchen wir. Und da wird direkt was aufgeploppt. Und tatsächlich ist sogar Mona eine Liste drin. Eule hat hier nichts, okay. Gibt beim Zusammensetzen von Materialien zum Aufstieg von Waffen mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% einen Teil der Materialien zu. Endlich haben wir mal was richtig Geiles. Was ist das hier? Achso, ne, okay. So. So. Klingt. So, was war das andere noch? War das das hier? Machen wir mal zwei. Gab es da hier was Besonderes? Nee, leider nicht. Ach, das war die falsche Taste. Ach, jetzt habe ich was anderes angeklickt. Naja, noch einmal. Wo haben wir das? Hier. Damit wir davon drei haben. Und dann müsste ich nochmal gucken, was Euler braucht. Oder dieser komische Fisch da. So, Euler hier. Aufstieg war hier Löwenzahn. Ah, dass wir so wenig Löwenzahn gefunden haben. So, warum auch 17 statt 20? Hatten wir davor auch 10 gefunden, zufällig? Naja, egal. Nehmen wir Zeit. Ach so, ein Knochen mehr. Und Schleim war es. Okay. Grünschleim 4. Grünschleim 4. Grün, wo haben wir Grün? Grün, Schleim, 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Keine Art Buff. Genau, okay. Ah, ich denke mal, das wäre das X-Symbol, aber naja. Grün, Schleim, 4. Das hier 1, 2, 3, 4. So. Was war das andere? Die Maske oder? Ach, gucken wir einfach nochmal. So, zack, 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 zack. Genau, diese normalen Knochen. Was braucht die nächste Stufe eigentlich? Ach, kann ich hier nicht gucken? Ja, gut. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Momente mal, wo haben wir das andere? Oder müsste ich es wieder craften bzw. jagen? Irgendwie habe ich letzte Zeit echt das Problem mit meinem Gedächtnis. Weil müssten wir nicht normalerweise auch irgendwann diese sehr wertvollen Dinger machen? Hier kann man nichts anklicken. Ne, okay, dann nehme ich halt blau, Knochen und davon eins. Gut, dann machen wir es halt so. Sieht aus wie ein Knochen und blauer Hintergrund. Das, das, das. Zack. Jetzt können wir den Fisch leveln. Dann sehen wir, wie viel wir dann von den Sachen brauchen werden. Zack. Schon 319 Schaden. So, 347 Schaden. Und Angriff prozentual. Okay. Theoretisch können wir alles drei sogar machen. Well, wahrscheinlich werde ich es sogar machen. Wir brauchen nochmal den Schleim. Und diese lilane Knochen. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich glaube, davon könnte ich ein paar mehr machen. So. Klick. Das, weil leider hat keiner so einen Buff dafür.
Na gut. Zack. So, ich glaube, Schleim habe ich schon gerade überholt wieder. Ja, davon können wir auch ein paar mehr machen direkt. Ach nee, wir hatten doch nicht so viel Schleim. Ich dachte, wir hätten da deutlich mehr zusammenfarmen können, aber da habe ich mich wohl geirrt. Nun gut. Und genau, Monate diesen Buff. Sollte ich schon direkt auf Maximum machen? Machen wir 5. Klick. Hey, sogar das da kriegen wir als zusätzliches Material. Ach so, nee, die hat ja gesagt, Rückerstattung, war das richtig? Material zurück. Okay, nevermind. Passt doch. Oh nee, dann lohnt sich das vielleicht doch, dass wir mal einzeln die Sachen craften. Naja, keine Ahnung. Müsste man ausrechnen, was am besten wäre. Ja gut. Müssen wir dann früher oder später damit farmen. Aber ist auch nicht so schlimm. So, okay. Was können wir denn als nächstes machen? Im Rahmen des Eventes gibt es ein Monster, den wir farmen können. Dafür gibt es wieder Punkte, die wir eintauschen können. Und ich denke, das werden wir dann auch machen. Also, der befindet sich hier auf dem Drachengrat. Hier. Gleich neben der Krügelwurst, also die wir für heute auch brauchen, aber auch ein paar Mal gefarmt haben bereits. So. Ich sehe gerade, wir sind nicht ganz durchgeheilt. Das sollte aber nicht so schlimm sein. Hoffentlich. Wir haben ja auch nur Elia im Team. Gut, das Ding ist auch an. Okay. Einzelspieler, Mehrspieler. Ach so. Noch nicht abgeschlossen. Oh. Du kannst die Herausforderung nicht antreten. Dem Pfad von Tian Kiel. Okay, was ist das denn für eine Mission dann? Ach, das war das falsche Buch. Wo steht das denn? Ich suche das, ich sehe es gerade nicht. Ist das im Rahmen einer anderen Mission wieder versteckt? Ah, schade eigentlich. Aber naja, gut, wenn das dann halt so ist, dann ist es halt so. Doch da, der Pfad in Tianqi-Tal. Löse das Rätsel der Tianqi-Tals. In Tianqi-Tal, Alter, steht eine merkwürdige Steintafel. Der Text darum scheint von der alten Geschichte des... Ach, ich weiß, wo das ist. Wir hatten im Rahmen des vorletzten Mini-Events, haben wir Talisman und Truhe gesammelt. Ich habe sie hauptsächlich nur deswegen gemacht, weil wir da mit jeder Truhe, die wir öffnen, wieder Urgestein bekommen hatten. Und dabei haben wir so eine Steintafel gefunden. Und Paimon und Dings haben halt drauf reagiert. Mir wird jetzt gerade das Ding nicht angezeigt. Wo diese... Ach, da unten links. Genau, hier. Oder? Doch, das müsste in diesem Bereich gewesen sein, ja. Dann muss ich am besten... Ich glaube, hier ist es am besten. Dorthin reisen. Nur wir hatten die Mission halt nicht gemacht. Deswegen würde sich das anbieten, das jetzt zu machen. Solange wir hier dieses Ding nicht machen können. Befindet sich das im Turm oder hinter dem Turm? Ach, das war diese Mission. Die haben wir auch vor nicht so langer Zeit gemacht. Also die war auf jeden Fall ein bisschen frischer. Stimmt, da gibt es eine geheime Kammer. Ich glaube, wir müssen jetzt kämpfen. Und wenn wir gekämpft haben, können wir jetzt in einer dieser Türme rein. Und dann... Ich sehe gerade, hier ist eine Armbrust. Oder? Sieht stark danach aus, zumindest. Hier ist auch etwas versteckt. Da kommen wir aber nicht rein, genau. Ah, okay, hier war das. Wir hatten hier was collected. Irgendwas war hier. Hoffentlich komme ich wenigstens noch weiter hin, ohne entdeckt zu werden. Und tschüss. Na. Damn. Okay. Ah, ich wurde echt schon entdeckt von da hinten. Naja, gut. Ihr wollt es halt so. Zack. Der verträgt viel. Na gut, Emma ist auch nicht mehr so stark. Wir haben sie stark vernachlässigt.
Aber dafür bauen wir ein bisschen Ulis auf. Ah, nur alles ein bisschen besser. Und. So. Okay, er müsste ja auch relativ stark sein gegen die. Zack. Achso, der ist komplett down. Ich dachte, der hätte noch ein bisschen. Na. Zack, 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 zack. Und Tyson. Achso, der hat auch die Ulti schon ready. Okay. So. Wie war das denn nochmal? Genau, das haben wir gelesen. Ich sehe einen roten Pfeil. Ich sehe nur... Ach, da hinten, der ist stuck, kann das sein? Der scheint echt stuck gewesen zu sein. Hm, krass. Zack. Zack, zack, zack. So, hier Wappen, die wir auch brauchen. Krass, dass das aber mit dieser Mission zusammenhängt. Um da weiterzukommen. So, dann lesen wir nochmal die Tafel. In Tianqi-Tal erkaltet der Pfad der Adepten. Der einzige Palast ist jetzt eine Ruine. Der mächtige Astaha ist besiegt. Doch was früher war, ein prachtvoller Anblick, ist nun nicht mehr als ein Berg Schutt und Asche. Klingt wie Feuer. Aber gut, da war auch ein Dings drin gewesen. Genau, diese Herausforderungsding. Gucken, was hier drin ist. Also wir sind ziemlich nah am Randgebiet. Jetzt wird es nämlich auch dunkler. Zack. Zack. Okay. Ja. Oh, ja, habe ich mich erschrocken gerade. Dam. Boah, ist Noel gerade schneller geworden? Dass sie schneller sich wirbeln konnte, hatte ich jetzt gerade einen Eindruck gehabt. So. Und die Ulti und BAM! Ja, so stark finde ich sie nicht. Die ist aber mehr auf Flächen. Wo ist der letzte? Da bist du. Ich muss mich beeilen. Zack. Dafür gab es ein Achievement sogar. Na gut. Ich würde aber hier mal nach oben gehen. Einfach mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier gibt es noch so eine Herausforderung. Ah, müssen wir jetzt in jeder Etage etwas schaffen? Na, wenn es so ist. Nehmen wir Amber für die Puppe als Ablenkung jeden Moment. Und das ist tatsächlich Feuer. Wasser wäre natürlich... Also ein Wassercharakter wäre natürlich jetzt besser, aber na gut. Nehmen wir die Ulti, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ach, ich muss ja diesen komischen Ding zerstören wieder. Kann ich auch machen. Zack. Oh, das ging schnell runter. Eis und Noel. Oh, warum nicht eigentlich, ne? Bam. Ich mach gleich Beyblade. Das war vielleicht ein bisschen zu früh. Dam, 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 dam. Oha, warum mache ich auf einmal so viel Schaden gegen den einen? Ich beschwöre mich nicht. Definitiv nicht. Ich hoffe, mit Noel... Ach, mit Euler wird es genauso schnell gehen. Okay, ja. So. Zack, zack. Gehen wir hier weiter nach oben. Boah, wir sind richtig krass am Randgebiet hier. Okay. Wieder gleiche Strategie. Ach. Das ist sogar unser Element. Zack. Machen wir es so. Boah, das eine ist schon weg? Nee. Nein. Alter. Ich kann nichts machen. Ich werde einfach instant gefroren. Machen wir die Puppe, ey. Die gehen gerade ein bisschen auf eine... Ah, wobei. Statue wieder. Oh. Irgendwie habe ich es geschafft, sofort zu zerstören. Der ist von Typ Wasser, nicht von Eis. Das ist nur eine Kombination hier wieder. Naja, gut. Ist halt so, oder? Ah, oder doch. Zack. Nein. Ich wollte nämlich gerade ausweichen.
Der ist ein bisschen tricky hier. Das werden wir so nicht schaffen innerhalb von einer Sekunde. Alter. Ich wurde so oft eingefroren, so schnell, in so kurzer Zeit, das war schon echt böse. Warten wir mal kurz, bis wir einen Cooldown haben. Cooldown haben wir. Und da hatten wir sogar die Ulti von dieser gehabt. Alter, es geht schon wieder los. Alter, der hat meine Attacke abgebrochen. Das Problem ist, das sind so viele. Und Flächenschaden. Die Kleinen müssen sofort weg. Jetzt wäre ich schon viermal eingefroren gewesen. Ich sag's noch und dann passiert es tatsächlich. Lisa. Ich sollte mich doch lieber auf die Slimes konzentrieren. Zack. 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 Den einen weg. Alter, die Zeit geht schon wieder rum. Krass, Alter. Das ist echt die Kombination einfach, dass sie Eis und was auf einmal haben und dann so viel in so einem kleinen Raum. Eieiei. Oh, ein Vogelei. Okay. Überlegen, wie mache ich das am besten? Die Ablenkung ist schon auf jeden Fall gut. Die sehen sie nur, glaube ich, nicht. Ja, der hat sofort meine Attacke wieder abgebrochen. Vielleicht sollte ich diese Statue nicht kaputt machen zuerst. Der eine ist ja aus Wasser, genau. Da habe ich schon mal ein Problem, Fall weniger. Zack. Machen wir das hier kaputt. Ach. Ich hatte es fast. Machen wir mit der Ulti das Ding weg. Zack. Zack. Alter, wieso kassiert er nichts? Na, das war die falsche Taste. Ich muss mit Kombos arbeiten. Der Eislime hat auf jeden Fall viel ausgehalten. Ach, der ist schon zu Ende. Ach, hab nicht richtig auf die Zeit geachtet. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Machen wir mal ein bisschen mit Unterstützung. Nur dieses Stunnen ist halt richtig ekelhaft. Erhöht den Kryo-Schaden aller Truppenmitglieder. Ja, Kryo ist gerade nicht das, was wir brauchen. Nun gut. Versuchen wir es nochmal. Die Puppe von Ember wird nicht sofort gesehen. So. Alter. Nicht mal getroffen. Der hätte nämlich jetzt früher down sein können. Zack. Der ist zwar nicht gut getroffen. Der ist aber gebufft. Zack, Alter. Na komm schon. Wieso macht sie das Ding nicht kaputt? Okay. Schafft das wieder so nicht. Vielleicht baue ich Ultis auf. Das ist wirklich irgendwie... Das war schon fair. Ich habe jetzt zwei Fehler gemacht innerhalb von 10 Sekunden. Das waren schon zwei Fails. Aber man sieht halt, die reagieren nicht sofort auf die Puppe. Was ein bisschen blöd ist. Und alle zusammen. Bam! Bisschen Flächenschaden. Ah, die Puppe ist weg. Darauf muss ich halt auch immer achten. Achso, okay, jetzt checke ich das. Alter. Auf einmal macht die... Holy shit, Alter. Warum macht die so viel Schaden? Also ich sag nicht nein, aber ich will es gerne gezielter machen. Zack, Alter. Zack. Hier. Habe ich den aus dem Schutzschild jetzt nicht rausgebracht und holy shit, also wie gesagt, ich
würde es halt gerne gezielter machen. Vor allem jetzt hinterher. Also Noelle hat gerade richtig gut gereinigt alles hier. Zack. Noelle hat gerade richtig krass gecleant hier. Ey. Das war jetzt echt. Das hätte eigentlich schon in der ersten oder spätestens zweiten Runde eigentlich machbar sein sollen, aber na gut. Wo muss ich denn jetzt hin dafür? Ja, aber den Baum wollte ich jetzt nicht hier. Kann ich es denn hier irgendwo... Ja, da ist doch so eine... Alter. Das Springen ist hier manchmal genauso verbuggt wie bei Assassin's Creed 1. Man drückt geradeaus und dann... Nö, ich springe lieber... Ich drehe mich vorher um 30 Grad und springe dann rüber. Ja, dann ist es klar, dass man dann hier runterfällt. So. Haben wir jetzt eins geschafft. Dann da wird was sein und da wird das sein. Okay, fangen wir mal hier mit an. Korrigierter Notizer Stinks. Schatzräuber. Wer hat sich denn dieses Rätsel nur ausgedacht? Die Chefin hat mich zur Untersuchung hergeschickt, aber ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Ich träume bereits vom Lösen des Rätsels, auch wenn es eher Albträume sind. In einem der Träumen hockt ein alter Mann neben mir, grinst mich an und sagt, ich solle mich beeilen. Nein, das im Traum war doch ein kleines Mädchen. Oder doch ein alter Mann? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Auch egal, ich werde einfach noch ein paar Tage länger recherchieren. Sollte ich es dann immer noch nicht wissen, lasse ich die Chefin jemanden anderes herkommen. Also es hat was mit Timings zu tun. Wieso sind die unterschiedlich hoch? Aber es sind nur die Ecken, die... Also nur das, das und das, die höher sind. Gern geschehen. Das war schon viel zu einfach. Moment mal, wenn ich den anzünde, ich habe so eine Theorie. Ich brauche drei Pfeile dafür. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den hier? Achso, ich kann nur die machen, die aus sind. Okay. Und dann hier wieder zurück. Nein, war nicht ganz richtig. Oh, ja, ja, das war nicht richtig, aber... Ja, kurz überlegen. Mit das, was verbunden ist. Das ist nicht gut. Deiner müsste nochmal ausbleiben, weil wenn ich den mache, geht der andere aus. Kurz überlegen, dann würden die beiden ausgehen. Das ist, glaube ich, gar nicht... Nee. Wenn drei aus sind, brauche ich auf jeden Fall zwei Züge, Minimum. Wenn ich jetzt den linken Fackel anmache, dann habe ich wieder eine Lücke. Das geht so nicht. Jetzt habe ich nur noch eins an, also Ausgangsposition mehr oder weniger. Was aber nicht so schlimm ist. Machen wir das mal so. Würde sich ja immer eine Fackel bewegen. Das muss halt die richtige sein. Ah, gegenüber darf keine Fackel leuchten. Gut, jetzt habe ich es wieder gedingst. Ich brauche eine andere Position, um besser gucken zu können. So. Okay, nochmal Check. Wir haben die beiden. Okay. Wenn ich diese Fackel anmache, geht eine aus, eine an. Würde ich die machen, gehen zwei aus, eine an. Nehmen wir an, das wäre richtig. Die dürfen nicht nebeneinander liegen. Wenn ich den mache... Ja, genau, vielleicht könnte das hier sein. Dann habe ich wieder eine nebeneinander und eine nicht. Na gut, dann resette ich das Ding fast wieder.
Also wieder. Ja, macht keinen Unterschied, welchen von den beiden. Mache ich das hier an, dann geht die aus und die an. Habe ich an, an, aus, an. Wenn ich die hier mache, habe ich das gleiche Spiel. An, aus. Ja, gut. Wird schon schief gehen. Nein, 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 nee, passt wieder nicht. Zu einer Fackel, die aus ist, müssen zwei sein, die auch aus sind. Leider komme ich nicht in diese Konstellation rein. Naja, genau das, was ich meine, nur umgekehrt. Okay, nochmal die Ausgangslage. Was müsste ich machen, wenn ich die hier anschieße? Habe ich die hier als Solo? Kann ich nicht machen. Wenn ich die hier irgendwie verändere, also ich sage, ich würde den beeinflussen, dann habe ich das Rätsel gelöst. So. Zack, 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 zack. So. Ah, da oben. Welche Konstellation haben die denn? Okay, doch nicht das, was ich erwartet habe. Ach, dass ich mich immer so irgendwie hinstellen muss, dass ich es besser sehen kann. Da wird auf jeden Fall wieder links eins ausgehen. So. Ja. Normalerweise im Uhrzeigersinn. Okay, der hier invertiert immer das Gegenüberliegende. Der hier nur den benachbarten. Das heißt, das hier, was mit denen hier? Ne, da geht der nicht an, aber dafür der und der aus. Okay, was ist hiermit? Ah, okay, benachbart. Nein, auch nicht benachbart. Kurz überlegen. Nein, das war nicht der. Ach, denn. Ach, nee. So, dann haben wir das. Den hier zuerst. So rum. Invertieren? Nein. Doch, der invertiert aber auch. So, so, so. Jetzt noch mal. Und gleich habe ich alle aus. Nein. Okay, so wiederholt sich alles. Okay. Es fehlt halt immer den einen, wenn. Ja, Warte, ich muss noch mal gucken. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Also, wenn ich den hier mache, dann bleibt er erhalten, dann leuchten beide, aber hier habe ich die Fackel außen die an. Wenn ich die hier abschieße, dann tauschen die beiden auch die Plätze. Okay. Wenn ich den anmache, bleibt mir eh nichts anderes übrig, sind beide aus. Jetzt wäre natürlich nice, den abschießen zu können. Das meine Ausgangslage muss sein. Aus, an. Aus, aus. Ach.
Ich hätte mal richtig gucken müssen. Schaut mal, was ich gefunden habe. Hier sind ja noch zwei weitere. Und hier auch. Ja. Na, und ich habe genau den falschen angelegt. Hätte ich den abgeschossen. Ach, die sind unabhängig. Ah, okay, ich wollte schon sagen, ey. Das wäre ein Rätsel. So. Ach, ja. Ja. Lass mich doch hier hochspringen. So. Noch ein Rätsel gelöst. So, gehen wir hier runter. Hier. So. Klick. So, und ich denke mal, das dritte Rätsel werdet ihr trotzdem erst in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, denn dann könnt ihr keine neue Folgen mehr verpassen. Ihr unterstützt mich so aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social Media Kanälen, die ebenfalls verlinkt sind. Dort poste ich Clips auch von anderen Spielen zwischendurch. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel immer zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.